Hallo, ich möchte euch heute mal was zeigen, was genauso außer der Mode gekommen ist wie das Pfeife rauchen, was früher eigentlich jeder hatte und immer mehr durch moderne Schreibtechnik verdrängt worden ist. Ich rede vom Füller. Ich habe mir einen Füller gekauft in eBay, der ist gekommen. In dieser schönen schweren Schmuckschachtel, lederbespannt mit Leichtmetallrahmen. Das ist ein chinesisches Produkt der Firma Duke aus Shanghai. Das ist ein Füllerhersteller aus China. Die Schachtel ist so gekommen. Innen sauber gefüttert mit gerafftem Stoff. Eine schöne Bedienungsanleitung dabei. Und das ist dieses Schreibgerät. Ich schreibe heute noch gern mit Füller, lieber wie mit Kugelschreiber. Und deswegen schaue ich ab und zu mal, ob ich solche Schreibgeräte, die mich interessieren, auf eBay bekomme. Und wie gesagt, dieser ist neu. Ist sehr schwer, ist aus Bronze, lackierter Bronze und das Modell heißt Duke Charles Chaplin. Hier auf dieser Metallbanderole sind also dieser typische Chaplin-Schuh, ein Spazierstock und ein Hut eingraviert. Der Füller ist mit Iridium. Also hat eine gute Feder. Das ist eine feine Mine. Ich weiß nicht, ob es andere Strichstärken auch noch gibt. Man kann also sehr klein und sehr fein schreiben. Man kann Tintenpatronen benutzen oder diesen mitgelieferten Tintenkonverter. Das heißt mit einem Kolben, man kann aus dem Tintenfass die Tinte aufziehen und die immer wieder auffüllen. Ist sehr sauber gearbeitet. Kappe ist auch komplett aus Bronze, sehr schwer. Das ist bloß das Firmenlogo, das kann man wegmachen. Und mit einem satten Steckverschluss. Wer ein Faible für sowas hat und gern nochmal einen handgeschriebenen Brief verschickt, nicht bloß E-Mail, der ist da richtig gut bedient. 23 Euro. Der Füller kommt aus Deutschland. Der Verkäufer ist anscheinend ein chinesischer Staatsbürger am Namen nach. Wird prompt geliefert. Und wie gesagt, der Preis für 23,50, das war das Startgebot für diesen Füller. Und ich denke, dass jeder Füller für diesen Preis, der im Startgebot drin steht, weggeht. Da gibt es noch andere schöne Modelle. Preislich nach oben offen und nach unten. Meine Empfehlung. Beim Thema Füller bleiben. Habe ich mir noch am selben Tag den hier gekauft. Das ist ein Kultfüller aus den 70er Jahren. Früher gab es ja Pelikan oder GH, da gab es immer diese Fraktionen in der Schule. Die einen haben GH bevorzugt mit Reserveschaltung, die anderen den Pelikan. Beworben wurden diese Füller auch in sämtlichen Comicheften, die es damals gab. Und das ist der sogenannte Mont Blanc Carrera. Das war also damals ein Exot, den hatte eigentlich keiner. Der war damals zu haben für 15 D-Mark 95. Das war eigentlich relativ viel für so einen Füller. Ich nehme mal an, so ein GH hat ungefähr um die 8 Euro gekostet. Und den habe ich mir jetzt mal geleistet. Der ist neu, noch nie benutzt worden. Dürfte es aus dem Jahr 1972, 73 sein. Von der Nobelmarke Mont Blanc. Die meiner Meinung nach auch die besten Füller herstellen. Ich besitze einen, der kann 4 Monate in der Schatulle liegen, gefüllt mit Tinte, der trocknet nicht ein, den nimmt man aus der Schatulle raus und der läuft geschmeidig wie Eulenscheiße. Gut, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.